Herzlich willkommen zurück zu Stray mit unserer kleinen Lucky. Sehr schön. Wir sind hier ja in Sausrein, wo angeblich wohl Clementine gewohnt hat. Wir müssen uns jetzt mal umgucken, das werden wir jetzt auch tun. Wir sollen ja Hinweise finden, wo Clementine geblieben ist. Wir haben ja erfahren, dass sie gesucht wurde, weil sie wahrscheinlich rumgeschnüffelt hat nach Daten von irgendwelchen Auswanderern oder Vorfahren. Aber dass das strafbar ist, ja gut. Da weiß man schon, wo hier der Wind weht, ne? Also, hier sind keine Rumschnüffler erwünscht. Hm? Ich würde zu gern diese Zeichen hier lesen können, ne? Auf jeden Fall steht da eine 27, aber hier stehen mehrere Codes drauf. Nur mal googeln, hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Hier vielleicht noch irgendwas. Genauso wie hier was dran klebt. Überall der 11. Oktober. Pass auf, wo du hinrennst. Pass auf, wo du hinrennst. Gut, ich gedacht, dass man hier vielleicht irgendwie mal was findet. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Alles klar. Okay, ja, da erschreckt sich jeder. Da erschreckt sich definitiv jeder. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Das ist Clementine? Okay. Was willst du von mir? Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Wir reden gleich mit Clementine. Ich wollte mich ja eigentlich umgucken, ne? Okay, auf jeden Fall war das Clementine. Gut zu wissen. Oh, können wir hier was kratzen oder so? Ja. Ja, guck mal, guck mal. Das ist sehr schön. Da ist was drin. Kommen wir da rein? Ne, drin ist nichts, aber wir kommen von hier rauf. Aha, 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 aha. Clementine versteckt sich also hier oben. Jut, 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 jut. Hier können wir uns bestimmt schlafen legen, oder? Ja. Ja, okay, gut. Oh, sieht schon süß aus, wenn sie schläft. Auf jeden Fall, gibt es ja bloß Steam. Ein Achievement für eine Stunde insgesamt Schlaf im Spiel. Ich meine, kein Mensch legt sich eine Stunde hin und schläft. Ich bin sowieso nicht so der Achievement-Jäger. Mir persönlich sind die Achievements ziemlich egal. Aber viele wollen sie auch sammeln, ne? Viele wollen das. Irgendwelche Meditationskristalle, alles klar. Hier oben ist aber anscheinend auch nichts weiter. Schlafen muss er legen. Schöne, chillige, ruhige Musik. Wir gucken uns erstmal unten weiter um. Kommen wir da auf die Lampen vielleicht rauf, dass wir irgendwie rüberkommen? Nee. Gut. Hier können wir uns wahrscheinlich auch noch schlafen legen, oder? Hier können wir gar nichts. Gut. Wir müssen wahrscheinlich gleich noch mit Clementine reden. Aber das kriegen wir schon hin. Wir sind hier ja noch nicht fertig. Da kommen wir wahrscheinlich gerade nicht rein. Dann gucken wir uns hier mal kurz um. Clementine träumt von der Außenwelt. Ja, das wissen wir ja, dass die vier Freunde, wo Momo auch zugehört, alle aus der Stadt raus wollten. Aber wirklich geschafft hat es anscheinend keiner. Sie haben es bloß ein bisschen höher geschafft. Aber ja, sie macht schon ausgiebige Pläne. Das oder sie oder er, das sieht eher aus wie ein Er, würde ich sagen. Das ist bei den Robotern, finde ich, ziemlich schwer zu unterscheiden. Gut. Auf jeden Fall ist sie wohl der Regierung oder wer auch immer hier das Sagen hat, auf den Schlips getreten, dessen wird sie verfolgt. So, da kommen wir so gar nicht rein, ne? Ne. Gut, dann reden wir nochmal mit Clementine. Antworte mir. Was machst du in meinem Haus? Bild von Clementine, Kassettenband. Sagen wir mal. Oh, was ist das für ein Lied? Das haben wir ja gefunden, aber bringt uns nicht weiter. Gut, Bild von Clementine. Warte, also hat Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Ausweg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir.
Okay, okay. Machen wir sofort. Jetzt komme ich erstmal hier rein. Jetzt will ich mich erstmal hier umgehen. Gut, sie wurde wie vermutet, sie hat die ganze Zeit nach Ausweg gesucht, Schritt und Trick beobachtet und verfolgt und... Gut, hier ist nun Bad. Sie konnte nicht wirklich was machen, ne? Wie sie ja sagte, die Wächter sind immer wachsam. Hier ist nichts, oder? Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Atombatterie? Damit jagst du die U-Bahn in die Luft, Mann! Ich weiß, dass sie Neku Corporation in einen ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbring ihm diese Nachricht. Neue Gegenstanderrung. Hieroglyphen. Kontaktnachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Alles klar, alles klar. Das heißt, wir sollen jemanden mit Bomberjacke und Goldkettchen finden, der uns hier weiterhelfen kann. Gut, hier haben wir aber auch so ziemlich alles abgeguckt. Den mal raus. Das kriegen wir hin. Hier waren wir, oder? Ja, ja, ich dachte, hier oben ist vielleicht noch was. Das könnte schwieriger werden als gedacht. Warte mal. Ja, gut, das ist keine Bomberjacke und auch kein Goldkettchen, oder? Nee, nee, das ist er nicht. That is a need. Den googeln wir mal. Irgendwo muss er sein. Das könnten natürlich die Teenies unten sein, ne? Das glaube ich zwar eher weniger. Wie sollten die uns helfen, da da reinzukommen? Aber man weiß ja nie. Nö, die sind eher mit Musik beschäftigt. Da hat auch keiner eine Bomberjacke oder Goldkettchen. Das waren die Boyen. Hier steht so ein altes Auto oder so. Aus Ede hier rumlümmelt. Das Albert. Ademar? Ach, hier geht es nicht. Ja, ich weiß, ich habe unten in den Slums so ein paar Energies gegessen. Ich weiß. Aber wie ich ja schon sagte, ich versuche zwar so viel wie möglich mitzunehmen. Aber ich dümpel jetzt auch nicht stundenlang rum, nur um den letzten Fitzel der Story noch zu finden. Der Extras. Weil ich bin nun nicht so der Achievement-Jäger, ne? Also, wenn ich da mal eine Kleinigkeit übersehe, ist es auch kein Weltuntergang. Ist das er vielleicht? Sieht zwar kein Kettchen, sieht aber eine Bomberjacke aus. Mal gucken. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er einen Haufen Ersatzteile landen. Alles klar, die Wächter scheinen hier echt knallhart zu sein. Gut. Du bist das auch nie, ne? Nö, ich sehe hier kein Goldkettchen. Dann müssen wir uns hier mal ein bisschen umlugi-lugi machen. Hier ist das auch nicht. Irgendwo wird er schon sein. Du bist es auf jeden Fall auch nicht, mein Freund. Obwohl das hier, glaube ich, Richtung Fabrik geht, ne? Bist du das? Nee. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Neko-Korb-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Nee, okay, ja, der ist es definitiv nicht. Mich würde es aber nicht wundern, wenn der Informant uns helfen soll, in die Fabrik zu kommen, dass er hier irgendwo in der Nähe rumlungert. Na?
Na, Zeitung verkehrt rum. Jacke passt auch. Ich sehe zwar kein Kettchen. Doch, der hat eine Goldkette, das ist er. Fällt mir schon auf mit der Zeitung verkehrt rum. Ich hab zu tun. Was willst du? Ich will dir die Kontaktnachricht zeigen, mein Freund. Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelten. Mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Nekokorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt, und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigeren Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Eine Arbeiterjacke, oh ja. Okay, ja, natürlich, Karton muss sein. Das ist ein Karton, das ist wichtiger. Genau, aber auf jeden Fall erstmal Arbeiterjacke und Arbeitshelm. Das dürfte nicht so einfach werden. Ah, mal Google hin, weil ich keinen Plan habe, wo ich die herkriege. Obwohl, warte mal, hier ist der Laden, ne? Stehlen Jacke, okay. Nein, gut, wir müssen den Händler irgendwie ablenken, sonst wird das hier nichts mit Stehlen. Wäre ja auch zu einfach gewesen, kriegen wir schon irgendwie hin, gucken wir uns erstmal um. Irgendwie kriegen wir ihn schon abgelenkt, oder? Ah, ist eine Umkleide hier, jo. Hm? Warte mal, wir haben die Kassette, ne? Die könnte man... Ja. Alter, was zum Henker? Hilfe, lass mich hier weg! Aber er ist abgeleckt. Schnell. Jacke stehen. Danke. Eieieiei. Gut, wir haben auf jeden Fall die Jacke, aber wo kriegen wir den Helm her? Weil Helme haben sie hier nicht. Das sehe ich zumindest nicht. Gut, die Jacke haben wir. Da kriegst du heute einen Hilfsempfang. Was ist denn das hier? Da muss ich mal googeln. Wer bist du? Friedensstift. Achso, das ist wieder einer von diesen Wächtern. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Dort sind schon wieder diese Wächter. Und lass mich raten. Hier ist auch gesperrt. Ja, da sollte man nicht gegenlaufen. Das ist schmerzhaft. Alles klar. Gut, da ist auch wieder so ein Friedenswächter. Kein Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Gut, die lassen hier anscheinend keinen raus. Ja, wenn man es sieht, da ist wieder so ein Ding. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Helm. So viel steht schon mal fest. Und hier ist Werbung für Helme. Oder besser gesagt, für die Necro-Firma. Kann natürlich sein, dass ich hier irgendwo einen kriege. Ich gehe hier mal rein, googeln. Naja, das sieht ja aus wie so eine kleine Sushi-Bar oder sowas. Ich meine, das heißt ja nicht gesagt, dass ich einen kriege, aber es besteht zumindest die Chance. Ne? Ich habe gedacht, hier wäre vielleicht einer mit Helm drin oder so. Offensichtlich nicht. Hier ist wieder das Bild mit den Kühen. Alles klar. Haben wir ihn vielleicht rein? Was kann ich heute für dich tun, Chef? Was? Chef? Okay, nix Chef.
Herr Wodikas Seele, die wir von den Teenies gekriegt haben, sogar sehr, sehr wichtig. Sehr schön. So, warte mal. Das hier sieht aus wie ein Helmler. Au, ey, was mit dir denn los, Mensch? Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Da die Beine so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Die Jacke zeige ich ihm bestimmt nicht. Okay. Gut. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, die Stublache zurückkommen und mir hilft, diese Hütte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Meine Vermutung ist mal, dass ich in den Karton verstecken muss, dass sie mich reintragen, aber natürlich muss ich erstmal den anderen finden. Jetzt ist die Frage, was ist die Bar? Ist das die hier gegenüber? Das ist wahrscheinlich die da, ne? Weil hier war ich ja eben. Das ist vermutlich die hier, oder? Wie hieß der Typ nochmal, den er sucht? Oh, warte mal, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt. So, Moment. Ist ja zum Glück gleich hier gegenüber. Warte mal, der ist garantiert in der Bar. Stublache, okay. Stublache, den gucken wir mal nach Stublache. So, die Bar ist jeweils das hier. Das ist Ratzimbut. Das ist Jessam. Das ist Mimut. Tonnen. Ah, gut, mit dem kann man gar nicht reden. Das ist er bestimmt, oder? Der garantiert ist er das. Der hat ja auch so eine Arbeiterjacke an. Bewegt sich kein Stück, wenn ich das mal so erwähnen darf. Und ich kann noch nicht mit ihm reden. Kriegen wir ihn vielleicht irgendwie hoch da, wach da? Mal gucken, ich müsste mich hier mal umgucken. Na, das sieht doch schon besser aus. Genau, und nochmal. Schon besser. Sehr schön. Der hat gebind. So, bewege ich deine Hintern. Aber Dalli. Dein Kollege braucht Hilfe. So, bewegt er sich jetzt raus oder nicht? Jo, er ist leicht schlecht gelaunt. Ja, gut, er soll arbeiten und pennt in der Kneipe. Das ist natürlich richtig. So, ich habe deinen Kollegen gefunden. Hast du was zu sorgen? Den mal rein hier. Das ist nämlich mal, vermute ich nämlich mal, dass er nicht kommt. Doch, da ist er doch. Dass die beiden jetzt zusammen den Karton reintragen, mit mir zusammen da drin. Das, anders komme ich ja nicht in den Laden. Oder? Naja. Ja, ihr könnt euch später bemeckern. Seht zu, dass ihr den Karton drin kriegt. Genau. Das war doch leicht offensichtlich. Ne, der Karton steht schließlich nicht ohne Grund da. So, die verschwinden mal, meine Freund. Sehr schön. So, wo haben wir denn hier den schönen Arbeiterhelm? Ich meine, Hüte sind hier jede Menge da. Wunderbar. Und hier kommen wir wieder raus, ne? Aber warte mal, bevor ich jetzt rausgehe. Oha. Ich wollte mich eigentlich umgucken, ob hier noch was anderes ist. Ich meine, durch die Tür gehen ist wahrscheinlich keine gute Idee. Sonst nimmt er mir mit ziemlicher Sicherheit den Helm wieder ab. Aber ich wollte gucken, ob hier so noch was ist. Aber offensichtlich nicht. Meh. Aber ich will trotzdem eine Sache ausprobieren. In den meisten Spielen funktioniert nämlich Spiegel nicht. Hier erstaunlicherweise schon. Außer, doch, der Spiegel geht tatsächlich. Tatsächlich.
Okay. Wir kommen hier auf jeden Fall raus. Wir gehen hier so raus. Wunderbar, wunderbar. Wo ist denn jetzt der Herr gewesen? Das war irgendwo hier vorne, falls. Der das haben wollte. Wir sind mir hier lang. Ja, hier ist er doch. Sehr schön. Gehen, hol meine Arbeiterjacke und Arbeiterhelm. Haben wir, mein Freund. Perfekt. Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Selbstverständlich, Mensch. Bitteschön. Hervorragend. Dieser Helm wird ausreichen. Ich zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Das ist eine Katze, Junge. Du bist ein Roboter. Aber gut, aber gut. Wenn es denn unbedingt sein muss, natürlich doch. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Rinder, komm schon, spring in die Kiste. Ativu, mein Freund. So, der mal rein in die gute Fabrik. Dann waren wir gespannt. Hoffentlich lassen sie noch durch. Nur weil er wie ein Arbeiter aussieht, heißt es ja noch nicht, dass er auch als Arbeiter durchgeht, ne? Aber wir werden sehen. Er scheint nichts gemerkt zu haben. Okay, hier drinnen ist es sehr dreckig. Klar, ist ja auch die Müllbeseitigung. Aber nicht, dass hier noch irgendwo Zugs sind, ne? Das wäre natürlich nicht so gut. So, raus hier. Gut, die unterhalten sich. Ich gucke mich hier erstmal um. Hier komme ich unter durch. Ah, Überwachungsdrohnen. Okay, da sollte ich definitiv wahrscheinlich nicht reinspringen. Auch reinlaufen. Wäre wahrscheinlich nicht das Beste. Okay, das wird hier ein Katz-und-Maus-Spiel, ein Versteckspiel. So, dann muss ich jetzt auch mal ganz kurz googeln, wo die am besten. Bis jetzt sehe ich sie nur da hinten. Ich weiß, dass ich hier über den Fluss muss. Aber ich sollte den nicht unbedingt. Ich glaube jetzt. So, rein in die Karton. Uff, uff, das war knapp. Hab mich noch nicht gesehen, dank der Dinger. Was ist denn hier passiert, dass das Ganze so extrem überwacht wird? So, da sind wir auf jeden Fall durch. Da sind auch immer wieder Überwachungsdrohnen. Und wenn die mich erwischen, fliege ich ja sofort raus. Hier schmeißen sie den Müll runter in die Slums, ne? Muss wahrscheinlich da vorne hin. Irgendwie den Schalter aktivieren, damit die Tür da aufgeht. Die Drohne guckt nach links und rechts, wenn ich es jetzt richtig sehe. Dürfte mich hier hinter nicht sehen. Ne? Muss da bloß ein bisschen aufpassen. Muss da irgendwie rüber, ohne dass die Drohne mich sieht. So, aufmachen. Das Tor geht auf, ne? Jo. So, und jetzt suche ich zurück. Wie soll ich das anstellen? Hier lang, oder wie? Okay. Ich muss den Weg hier zurück. Da ist immer so ein Karton zum Verstecken. Das kriegen wir schon hin. Hier hinter. So. Den Door lang.
So, da wird schwierig. Da ist auch noch so eine Überwachungsdrohne. Ah. Ich glaube, ich fiss die. Ich wüsste bloß gerne... Ich meine, da fahren die Dinger lang. Klar, die verdecken die Sicht. Das heißt, die Drohne... muss... Genau, wo ist die Drohne? Da, ne? Oder? Ich sehe sie nicht. Ach, die steht direkt vor der Tür. Das heißt, ich muss mit den Dingern zusammenlaufen. Okay. Boah, hier auch schon wieder. Okay. Gut, da sind wir anscheinend vorbeigekommen. Auch wenn das, glaube ich, mehr Glück als Können gerade war. Ist schon übel hier in der Fabrik. Da sind wir so eine Drohne. Vermutlich muss ich wieder mit dem Ding zusammen rüber. Aber ich will einmal kurz hier gucken. Man kann die Drohne aber auch nicht irgendwie ausschalten oder so, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Ah, dann machen wir den mal auf. Ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, deswegen verstecken wir uns mal. Ah, ist eine Abkürzung. Falls wir erwischt werden, damit wir hier leichter wieder durchkommen. Und haben wir dadurch aber auch irgendwie gerade schwerer gemacht, wenn ich mich nicht täusche, weil die Drohne guckt hier rein, ne? Gut, wie ich da langkomme, kann ich mir schon denken. Nicht so ganz einfach, aber das sollte machbar sein. Oh, gut, zum Glück bin ich da weg. So, ich muss hier mit dem Ding zusammen. Genau. Und hier... Oh, hier aber genau auf der anderen Seite. Da steht die Drohne. Hier... Ah, ich warte auf den nächsten. Hier lang. Togo Mejun, sehr schön. So. Bis jetzt hat ja alles soweit ganz gut geklappt. Die Dinger verschwinden nach da. Ich glaube, die Roboter selber ignorieren mich komplett. Hm. Jetzt muss ich mal was googeln. Da ist eine Kamera und da ist versperrt. Das Fass ist garantiert auch zu was gut. Ich vermute mal, ich muss mit dem Fass da durchrollen, damit wir da durchkommen. Bin mir nicht ganz sicher. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gegrillt werden. Aber wir werden es sehen. Wir sind für heute aber am Ende. Morgen probieren wir es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.